Hallo und herzlich willkommen zu Tag 88 meines veganen Tagebuchs. Gestern hatte ich euch ja die Frage gestellt bezüglich der Bananen, warum die manchmal so flächig reift oder scheinbar flächig reift und manche punktuell und ob das beides unterschiedliche Arten von Bananen sind. Da wurden die Vermutungen geäußert, dass es eventuell mit Bio und Nicht-Bio zusammenhängt und dann kam der Mo und hat einen Link gepostet, der richtig, richtig geil ist. Also ich tue den Link auch heute nochmal in die Infobox reinmachen und ihr müsst euch das echt mal vollkommen durchlesen. Da geht es aus Sicht von so einem Transportunternehmen oder von der Transport der Bananen, auf was man da achten muss. Und nicht so kommerzmäßig, sondern halt von der Seite, die möglichst dieses Produkt so lange wie möglich in einem guten Zustand halten wollen und also dann wirklich die Qualität erhalten wollen. Und da stehen total viele interessante Sachen über Bananen drin. Und zum Beispiel, was für mich komplett neu war, dass Bananen extrem druckempfindlich sind. Ne? Man denkt so, ja, das ist so eine Hülle, da kann man ein bisschen rumdrücken, da ist ja immer noch die Hülle drumherum. Aber nein, sobald die Banane sozusagen angedrückt wird oder sowas, löst das gewisse Prozesse aus. Des Weiteren, ich kenne das immer von früher, Südfrüchte gehören nicht in den Kühlschrank. Nee, aber Bananen sind ideal, ich glaube so 13 Grad waren das oder so, 12, 13 Grad sind die zu lagern. Und wenn Bananen zu warm gelagert werden, werden die sehr breiig und dann entfalten die kein gutes Aroma mehr. Ne? Also solche Sachen, das war mir total unbekannt. Im Gegenteil, ich dachte das andersrum, nicht zu kalt lagern die Bananen, die sind ja gewohnt, irgendwie eine warme Umgebung. Aber scheinbar, nachdem sie gepflückt wurden, ist das nicht mehr so. Und ihr müsst natürlich schauen bei euch im Kühlschrank, ob ihr die Temperatur einstellen kann. Ich habe das Glück, dass ich halt die Temperatur unterschiedlich einstellen kann im Kühlschrank und eben auch mal 12 bis 13 Grad einstellen kann in einer Ebene. Und entsprechend kann ich da jetzt meine Bananen lagern, wenn ich das möchte. Jetzt im Winter ist es natürlich nicht so sehr der Fall, weil ich meist in der Wohnung auch 15, 16 Grad habe, was so im Endeffekt ähnlich da ist und auch gut ist. Aber das zu wissen, dass Bananen möglichst bei 12, 13 Grad gelagert werden müssten, ja, also war für mich noch viele interessante Dinge. Also schaut euch den Link an. Also wie gesagt nochmal danke Mo, das war echt ein richtig, richtig toller Link. Und apropos richtig toll, also der Mo hat selber einen Kanal, einen sehr, sehr bekannten Kanal. Und das ist ein Zauberer, der seine Zaubertricks verrät. Ich habe so gelernt, dass das gegen die Zauberehre ist, seine Tricks zu verraten. Aber ihm macht das scheinbar nichts aus und es sind auch viele tolle kleinere Tricks dabei, die auch zum Beispiel meinen 9-jährigen Sohn da angestachelt haben, unbedingt den einen Trick da machen zu können. Gut, ich kenne jetzt schon, weiß wie er funktioniert, aber es gibt ja noch genug andere, wo man es überraschen kann. Also toller Kanal, würde ich nochmal wirklich sagen. Und das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Nicht nur, weil er mir den Bananenlink gegeben hat, weil ich habe den schon ein paar Tage vorher abonniert. Ansonsten war ich gestern auch bei einer Feier und zwar bei einer Geburtstagsfeier von meinem Onkel und da waren sehr viele Gäste geladen und ich hab da gar nicht dran gedacht, dass ich ja irgendwie vielleicht hätte sagen können, hallo, ich bin Veganer und wie sieht's denn da aus, sondern ich bin da einfach wie ein Friseur hingegangen und es war in einem chinesischen Restaurant, das die dafür für den Zweck gemietet haben, waren so 50, 60 Leute, und da gab es ein Buffet und mein Onkel hat auch gesagt, du kannst auch noch was bestellen und wie gesagt, ich habe überhaupt nicht vorher was gesagt oder sonst was. Am Buffet hatte man verschiedene Sachen gehabt, man hat eine schöne Obstplatte gehabt mit Orangen, mit Bananen, mit Ananas und das war natürlich toll, Weintrauben waren auch dabei. Dann war so ein chinesischer Salat, war auch relativ scharf, nicht so meins, aber halt nur Gemüse und war auch total lecker. Wenn man wollte, hätte man auch Nudeln essen können mit Gemüse, die Fleischsachen waren extra, die konnte man sich dazu tun und es war auch so eine Art kleine Gemüsepfanne ohne Fleisch dabei. Wunderbar, also fantastisch, ne? Also weil man manchmal sagt, ja, wenn man auswärtig essen geht, weiß ich nicht. Und dazu kommt, habe ich noch mir selber vegane Sushi bestellt. Ich habe dann, man konnte sozusagen auch noch bestellen, habe ich gefragt, wie sieht's aus? Macht er mir ein paar Sushi-Rollen, wirklich vegan? Die haben es nicht so verstanden, die haben gesagt, ja, erst Fisch, da nee, vegan. Haben die nicht gewusst, dann habe ich gesagt, kein Fisch, kein Fleisch, kein Käse.
So, und ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, weil hat sie gelächelt und ist dann wieder abgedampft. Da dachte ich, mal sehen, was kommt. Und aber dann hat es wirklich was gebracht und da war wirklich nur, war zwar Paprika drin und Paprika in Sushi, ich liebe Paprika, ich liebe sowohl gebraten als auch roh. Viele lieben das entweder roh oder gebraten, ich mag beides, aber in Sushi, Paprika, ich habe es mal probiert, geht nicht. Aber gestern habe ich trotzdem gegessen und war froh, Sushi einfach so zu essen. Und ja, also trotz dessen, dass man sich überhaupt nicht irgendwie vorbereitet hat, bin ich als Veganer vollkommen satt geworden, es war alles toll. Also ja, weiterhin, gestern, mein Steak ist released worden. Ich habe lange dran gearbeitet und es sieht relativ einfach aus, aber es ist auch total einfach, aber ich habe natürlich viele Sachen probiert, insbesondere auch mit anderen Produkten, Seitan vor allem habe ich auch noch sehr probiert. Und ja, und natürlich auch die Marinaden, die verschiedenen Abwägungen, wann wird es zu süß und wann wird es zu scharf und so weiter. Also dieses Rezept sieht sehr, sehr einfach aus, da steckt viel Liebe drin. 2-3 Wochen wirklich da experimentiert und geschaut und auch die richtige Sache zu zubereiten zu finden. Am Anfang, ich hatte es in dem Video auch erklärt, ich verlinke euch das dann auf jeden Fall nochmal, müsst ihr euch unbedingt angucken, was sind die besten Barbecue Steaks ever, vegan. Und ich habe die am Anfang in der Marinade ausgedrückt und dann sozusagen wieder losgelassen, sodass ich das Steak vollsaugen konnte. Und das war natürlich eine Geschmacksbombe, allerdings war das dann zu intensiv für die Marinade. Aber wenn ihr eine relativ leichte Marinade habt, ist halt auch noch ein Tipp, das in der Marinade auszudrücken und dann loszulassen. Und dann tut sich das wie ein Schwamm dann das aufsaugen. Und weiterhin, für dieses Sojamehl, sagt man immer, man muss es mit Gemüsebrühe aufkochen oder man muss, Gemüsebrühe steht auf der Packung drauf. Totaler Quatsch, wenn ihr eine schöne Marinade habt, einfach heißes Wasser, die Dinger rein, eine schöne Marinade, zack, zack, in die Pfanne, bums, aus und dann hast du ein richtig geiles Steak, so wie du es magst. Mit der Marinade müsst ihr natürlich für euch sehen, was ihr besonders toll findet. Also da müsst ihr genauso experimentieren. Aber die Zubereitungsart, so wie ich es gemacht habe, das könnt ihr einfach kopieren, dazu eine beliebige Marinade und ihr habt richtig von der Konsistenz, ist sowieso das Beste, dieses Soja-Eiweiß, Entschuldigung, Sojamehl entfettet, ist sowieso das Beste meiner Meinung nach und geschmacklich könnt ihr da richtig was reinlegen, wie ihr das wollt. Die Süße könnt ihr rausnehmen, wenn ihr den Ketchup zum Beispiel rausnehmt und dann für Chili von mir, also Tabasco reinmacht, es gibt ja ganz kranke Sachen. Und ja, also von der Seite her bin ich stolz, dass es jetzt draußen ist, das Rezept, und ich hoffe, ihr habt da echt Freude dran und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir da Feedback gibt und sagt, ja, hat toll geschmeckt oder ich sag halt, es hat nicht toll geschmeckt, dann kann ich auch damit leben. Würde mich allerdings wundern, aber es soll ja möglich sein. Ja, und das war so mein gestriger Tag und das soll auch für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu Tag 89. Macht's gut, euer Christian.